heutigen Brookhaven Roleplay Video geht's den zweiten Teil zu Ich bekomme ein Baby. Dieses Mal bin ich eine alleinerziehende Mama. Seid gespannt, was passiert und vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Ich kann Ihnen gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Hey Schatz, ich bin zu Hause. Tim, da bist du ja endlich. Ich habe schon auf dich gewartet. Oh, gibt's was Wichtiges? Tim, wir bekommen ein Kind. Wir bekommen was? Ein Kind? Spinnst du? Nein, ich spinne nicht. Ich war sogar schon beim Arzt. Also der Test war positiv und der Arzt hat auch bestätigt, dass ich schwanger bin. Das ist mir jetzt alles ein bisschen, ich glaube, ich muss erstmal noch eine Runde Auto fahren. Und Tim hat sich jetzt wirklich immer noch nicht gemeldet? Seit 3 Tagen? Ja, seit 3 Tagen. Nichts. Ich habe ihm bestimmt 100-mal geschrieben, ihn 300-mal angerufen, ihn gefragt, wo er ist und was er macht. Aber seit 3 Tagen habe ich nichts von ihm gehört. Da ist Tim! Tim? Das mit dem ganzen Babyzeug, da bin ich nicht der Richtige dafür. Das tut mir auch leid und alles, aber das ist mir irgendwie ein bisschen zu viel. Also ich zahle natürlich und so, aber ansonsten bin ich da einfach raus bei der Geschichte. Ich glaube, das Baby kommt. Oh Gott, ich muss unbedingt schnell... Oh Gott, ich muss unbedingt schnell meine Freundin anrufen. 6 Stunden später. Und dann pressen Sie, das schaffen Sie. Sie haben es gleich geschafft. Da ist ja die Kleine. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben ein Mädchen bekommen. Wow. Wir haben es geschafft, du kleine Maus. Du bist endlich hier. Und ich werde dich für immer lieb haben. Du bist meine kleine Leonie. Schläft Leonie etwa noch? Ach ja, sie ist ja so süß und so brav. Dann kann ich mir erstmal noch einen Kaffee machen. 20 Minuten später. So, jetzt muss ich Leonie aber langsam mal aufwecken. Ich muss jetzt dann in die Arbeit. Ich hoffe, Mia ist pünktlich. Oh, da schreit sie ja schon. Ich komme schon, Schatz. Guten Morgen, du kleine süße Maus. Ach ja, hast du Hunger? Ja, warte, ich hol dir schnell deine Flasche. Okay, es ist irgendwie schlecht mit dir am Arm. Warte, ich leg dich kurz hier rein. Nicht weinen, kleines Mädchen. Ich hab sofort deine Flasche fertig. 1 Minute, 37 Sekunden später. So, die Flasche ist fertig. Du bist so ein süßes Kind, Leonie. Kuckuckaka. Hast du was gesagt? Oh mein Gott, das muss ich gleich Mia erzählen, wenn sie kommt. Ich hoffe, sie kommt gleich. Ein paar Sekunden später. Ja, du bist so ein feines Baby. Ich hab dich so lieb, du kleine süße Maus. Du bist so prima. Oh, da ist ja Mia. Guten Morgen, Mia. Komm rein. Guten Morgen, Lisa. Und guten Morgen, Leonie. Ah, komm zu deiner Tante. Ach, gut, dass du schon da bist. Ich zieh mich gleich um für die Arbeit, okay? Ja, ja, alles okay. Wir werden viel Spaß haben, stimmt's, Leonie? Ja, sie ist so süß, oder? Sie ist das süßeste Baby ever. Aber los, mach dich fertig für die Arbeit, sonst kommst du zu spät. Ja, stimmt. Mach ich sofort. So, da muss ich nur noch meine Tasche holen. Wo habe ich denn die wieder hin? Ach, da ist sie. So, Mia... Ich bin unterwegs. Ich komme in 4,5 Stunden circa wieder, okay? Ich habe heute nur eine kurze Schicht. Ja, kein Problem. Wir kümmern uns derweil um die stinkende Windel. Tschüss. Ich bin so froh, dass ich Mia habe. Okay, jetzt ab zur Arbeit. Ach so, dann räume ich mal noch ein bisschen auf, bevor die Leonie in den Kindergarten muss. 20 Minuten später. Leonie! Leonie, kleine Maus! Aufwachen! Mama! Kindergarten?
Gehen wir Kindergarten? Ja, heute ist dein allererster Tag im Kindergarten. Freust du dich schon? Ja! Na gut, dann komm, gehen wir runter und machen uns fertig. Hungi, Mama. Ja, ich habe auch Hunger. Komm, wir machen uns jetzt erstmal ein Frühstück und dann fahren wir in den Kindergarten. Eine Stunde später. So, Leonie, bist du fertig? Ja, bin ich. Hast du denn auch deinen Rucksack für den Kindergarten? Nein, Mama. Wo ist mein Rucksack? Mama. Keine Sorge, mein Schatz. Ich hole ihn dir schnell. Ein paar Sekunden später. So, jetzt sind wir aber bereit. Los geht's in den Kindergarten. Yay, Kindergarten. Später. Ach, Gott sei Dank, endlich mal eine ruhige Minute hier herinnen. Oh, wer ruft denn jetzt bei mir an? Ja, hallo? Ja, hallo. Hier ist der Kindergarten Brookhaven. Ihre Tochter hat gekotzt. Meine Tochter hat was? Gekotzt? Wieso? Ja, das fragen wir uns auch. Wahrscheinlich hat sie sich einen Magen-Darm-Virus eingefangen. So kann das Kind nicht im Kindergarten bleiben. Holen Sie sie bitte sofort ab. Jetzt sofort? Oh nein, ich habe keinen Babysitter und ich bin gerade in der Arbeit. Was mache ich denn jetzt? Ihr Kind abholen. Sofort. Wir erwarten sie in den nächsten 10 Minuten. Hat sie jetzt aufgelegt? Oh nein, was mache ich denn jetzt? Oh, ich muss schnell meinen Chef anrufen. Wo ist denn seine Nummer? Hier. Ist sie das? Ja. Superreich. Oh, Herr Superreich? Was gibt es denn, Frau Baumgartner? Ich bin gerade mitten in etwas Wichtigem. Entschuldigen Sie, Herr Superreich, es ist folgendermaßen, meine Tochter ist krank und es ist ihr erster Tag im Kindergarten. Ich muss sie abholen. Können Sie bitte einspringen? Ich? Einspringen? Im Starbucks Coffee? Kann ich dann vielleicht zumindest schnell schließen? Ich müsste meine Tochter zumindest schnell bei der Nachbarin vorbeibringen, falls die da ist. Hallo? Herr Superreich? Hallo? Was? Hat er jetzt aufgelegt? Boah, also da kann ich jetzt aber auch nichts machen. Ich muss jetzt meine Tochter abholen, hier ist eh nichts los. Ach, Gott sei Dank ist der Kindergarten direkt gegenüber. Ich hoffe, sie ist nicht sauer. Hallo, hier bin ich. Ich wollte die Leonie abholen. Oh, da sind sie ja. Gott sei Dank. Die andere Kindergärtnerin ist mit den anderen Kindern zum Spielplatz gegangen, dass sie sich nicht anstecken. Ihnen muss doch bewusst sein, dass sie kein krankes Kind in den Kindergarten bringen können. Ja, das ist mir natürlich bewusst. Es tut mir wahnsinnig leid, aber Leonie war nicht krank am Morgen. Das muss sie irgendwie gerade erst ausgebrütet haben. Es tut mir leid. Ich lasse sie natürlich so lange zu Hause, wie sie krank ist. Sehr gut. Dann wünsche ich der Leonie natürlich gute Besserung. Vielen Dank. Hey, mein Schatz. Was ist denn mit dir? Bauchi weh. Ach du Arme. Na komm, ich nehme dich mit, mein Schatz. So, das wird bestimmt bald wieder besser. Tschüss. Oh Gott, ich hoffe echt, dass Mia Zeit hat. Moment, ich komme schon. Lisa? Komm rein, was ist denn los? Hi Mia, Leonie ist krank und ich musste gerade meine Arbeit verlassen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Der Chef hat gesagt, ich darf nicht die Arbeit verlassen und ich muss schnell wieder los. Kannst du die Kleine nehmen? Mama, ich muss Gotzi. Oje, es tut mir so leid, Mia. Ach was, alles gut. Ich arbeite eh von zu Hause. Lass sie ruhig hier. Ich werd nicht so schnell krank. Geh du zurück in die Arbeit. Ach, da fällt mir ein Stein vom Herzen, Mia. Du bist die Allerbeste. Vielen Dank und bis später. 6,5 Stunden später. Oh, ich bin gespannt, wie es Leonie geht. Ich musste so lange arbeiten. Moment, ich komme. Oh, du bist Lisa. Komm rein. Und, wie geht's der kleinen Maus? Leonie, wie geht's dir? Auch weh. Ach, je, du Arme. Geht's dir immer noch so schlecht? Ja, die arme Leonie ist richtig krank. Stimmt's, Leonie? Ja. Ich glaube nicht, dass du so schnell wieder in die Arbeit gehen kannst. Das dauert bestimmt ein paar Tage. Und Lisa, ich würde dir wahnsinnig gerne helfen. Aber das Ding ist, ich wollte es dir eigentlich schon gestern sagen, aber ich wusste irgendwie nicht wie. Ich bin jetzt erstmal die nächsten 3 Wochen nicht da. Denn meine Arbeit schickt mich nach Berry Avenue. Ich muss leider umziehen. Was? Du musst umziehen? Aber du bist meine beste Freundin. Ohne dich wird das Leben einfach so furchtbar langweilig und doof. Ich weiß, ohne dich doch auch. Aber
Das ist mein Job und ich habe keinen anderen. Und ich muss bereits morgen in der Früh um 6 los. Es tut mir so leid. Ach, das muss dir doch nicht leid tun. Du kannst ja nichts dafür, dass Leonie krank ist. Und du hast uns jetzt immer so geholfen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jemals wieder gut machen kann. Ach, Lisa, das musst du niemals gut machen. Denn das habe ich gerne gemacht. Die Leonie ist einfach wie eine kleine Schwester für mich. Ich liebe sie über alles. Und vielleicht möchte er ja mitkommen nach Barry Avenue. Da ist es mega schön und ich hätte ein riesengroßes Haus, da könnten wir alle wohnen. Boah, das ist echt super lieb von dir, aber ich habe hier meinen Job und das Haus, in dem wir wohnen, ist eigentlich ganz okay und die Miete ist eigentlich auch nicht so schlimm. Aber wir kommen dich auf jeden Fall besuchen. Das will ich hoffen und mein Angebot steht. Und kleine süße Leonie, ich wünsche dir gute Besserung. Eine Stunde später. Herr Superreich? Ich bin's nochmal, Lisa Baumgartner, Ihre Mitarbeiterin. Was wollen Sie denn schon wieder? Aber es ist folgendermaßen, meine Tochter, die ist morgen und übermorgen noch krank. Die nächsten 2 Tage habe ich ja dann sowieso frei. Könnten Sie bitte gucken, dass Sie jemanden finden, der für mich einspringt? Was? Krank? Ich höre nur noch krank von Ihnen. Das gibt's nicht. Das funktioniert so nicht. Sie sind gefeuert und zwar fristlos. Das klappt so nicht mehr. Wiederhören. Was? Gefeuert? Fristlos? Das kann er doch nicht so meinen. Ich muss ihn definitiv morgen nochmal anrufen. Am nächsten Tag. Oh, Herr Superreich, gehen Sie doch an Ihr Handy. Och Mann, das gibt's nicht. Er hat mich im Ernst gefeuert. Oh, was mache ich denn jetzt? Am besten muss ich mal ganz kurz Tim anrufen. Der muss mir unbedingt den Unterhalt bezahlen. Sonst kann ich meine Miete nicht bezahlen. Was soll ich denn dann machen? Und ich brauche ja auch was zu essen. Hier ist seine Nummer. Ein paar Sekunden später. Tim? Jo, was geht? Tim, du hast den Unterhalt für diesen Monat noch nicht bezahlt. Ich wurde rausgeschmissen von meiner Arbeit, weil die kleine Leonie krank ist. Du musst den Unterhalt bezahlen. Ja, das ist gerade schlecht. Wieso? Was ist denn los? Ja, ich habe meinen Job auch verloren und ich wohne jetzt in meinem Auto. Was? Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Ja, keine Ahnung. Oh, Tim, du bist wie immer keine große Hilfe. Ein paar Sekunden später. Okay, Tim ist auch keine Hilfe, aber zumindest möchte er sich um seine Tochter kümmern. Das ist ja schon mal was. Okay, hast du Hunger, kleine Maus? Nein. Ach komm, du musst trotzdem was essen. Dann gibt's wieder Kotzi-Kotzi. Ja, okay, ich mache eine Suppe, okay? 3 Wochen später. So, du kleine Maus, was möchtest du angucken? Möchtest du was mit Delfinen angucken? Delfine, Delfine, Delfine. Mama, Licht, Licht ist aus, Mama. Ja, ich weiß. Ich hab's aber nicht ausgestellt. Hallo? Ich glaube, unser Strom wurde abgestellt, Schatz. Ich glaube, ich habe die Rechnung nicht bezahlt. Wir haben kein Geld mehr. Was soll ich denn machen? Als nächstes verlieren wir unser Haus. Oh Gott. Aber ohne Strom. Was machen wir denn ohne Strom? Der Kühlschrank geht auch nicht mehr. Mama, Angst. Angst. Mama, ich will zu Tante Mia. Oh, mein kleiner Schatz, bitte nicht weinen. Bitte nicht weinen. Das wird schon wieder. Möchtest du auf meinen Schultern? Ja. Na, siehst du, ist es jetzt besser? Ja, Mama. Ja. Na, okay. Dann lass uns jetzt mal Tante Mia anrufen. So, lass mich kurz ihre Nummer raussuchen. Ein paar Sekunden später. Hi, Mia, wie geht's dir? Oh, hi, Lisa. Mir geht's gut und wie geht's dir? Ja, uns wurde gerade der Strom abgestellt. Was? Der Strom? Ich wollte dir nichts erzählen, dass du dir nicht irgendwelche Sorgen machst, aber, ich habe keinen Job mehr gefunden und wir sind pleite. Hey, warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ich hab doch gleich gesagt, ihr sollt mit mir mitkommen. Kommt, packt eure Sachen, kündigt eure Wohnung und zieht nach Barry Avenue. Okay, wir fangen jetzt an zu packen und sind dann so in 3-4 Stunden bei dir? Ich freue mich mega auf euch. Und wir uns erst. Dann war es aber mit diesem Brookhaven Roleplay von heute. Falls es euch gefallen hat, lasst uns sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!